So. Okay. An alle, die rübergeradet sind, by the way, von Becky, auch nochmal willkommen. Ich bin der, mit dem Becky gerade gespielt hat. Und der definitiv nicht vom Geist weggelaufen ist und gestorben ist. Uff. So. Boah, ich weiß es wirklich nicht. Was machen wir am besten? Sollen wir wirklich das Geisterhaus schon bauen? Irgendwie wird es zum Thema gerade passen. Und ich habe gerade irgendwie gute Einblicke. Andererseits weiß ich nicht, ob ich kreativ genug für ein Geisterhaus gerade bin. Andererseits, wenn ich ein Restaurant baue, wird es auch nicht besser, glaube ich. Irgendjemand muss immer noch ein Haus bauen. Ich erinnere mich, Audrey bekommt noch ein Haus, aber Audrey ist schon schlafen gegangen. Dann würde ich vielleicht das Audrey-Haus heute eher nicht bauen, wenn Audrey ja schon schlafen ist. Da darf die ruhig dabei sein, denke ich. Wo würde ich... Eigentlich müsste man das Geisterhaus fast schon hier in Forgotten Hollow bauen, aber dann haben wir halt wieder ein Haus besetzt. Da, wo dann wieder keiner reinziehen kann. Und ich habe gehört, Steffi wollte ja mit irgendwie The Sky und so vielleicht dann zusammenziehen. Also mal gucken. Wo kann man dann so ein spooky Geisterhaus noch hinbauen? Wo wäre denn das geeignet? Man könnte es hier hinten in der Nähe von diesem Wald hier bauen vielleicht. Ich weiß nicht, wie klein ich das Ganze bauen will. Ich überleg mir, ob ich es da vielleicht hinbaue. War das zu waldig? Willow Creek ist ja auch waldig. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie waldig. Da ist auch so ein spooky Haus. Zauberhütte, Hüttenzauber. Lass mich mal kurz... Wir gehen mal auf Grundstückssuche. Und dann, gucken wir, wo wir das Geisterhaus bauen. Ich will einen passenden Ort dafür haben. Boah, ist das Spiel laut. Das ist ja schon wieder alles so laut, ey. Ich habe das Gefühl, alles ist laut momentan. Das ist nicht gruselig. Also hier ist definitiv nicht gruselig. Da ist auch nicht gruselig. Das einzige Gruselige ist das Haus. Nein, nicht zurück zum Hauptmenü. Was passiert denn mit dem Geisterhaus? Da zieht keiner ein. Nee, da wird keiner einziehen. Das wird so ein öffentliches Grundstück sein. Das wird ein öffentliches Grundstück dann sein. Ich schätze fast, vielleicht ist Brindleton Bay tatsächlich not so bad dafür. Windenburg? Gibt es in Windenburg Plätze, die dafür geeignet wären? Munch. Sieht nicht so aus, als wäre das hier geeignet. Wobei so ein Geister, so ein verlassenes Geisterhaus hier in dieser Stadt wäre möglich. Aber die Grundstücke hier sind auch nicht wirklich spooky, wenn wir mal ehrlich sind. Der Sommersitz... Virus. Das wäre schön groß. Wir gucken erstmal. Wir haben ja keine Eile. Ich hoffe zumindest, ihr habt keine Eile und ihr findet das zu langweilig. Aber wir gucken erstmal. Man muss ja erstmal hier sich Zeit gönnen und so. War kurz weg wegen meinem Bild und Essen. Du kannst ja mal... Stimmt, den Bunker von Kitsune müssen wir uns noch angucken. Okay, warte mal. Ich brauche mal kurz Sims 3 Cam. Die Umgebung sieht nämlich doch interessant aus hier. Wäre das hier spooky? Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Lass uns das auf jeden Fall mal merken. Aber das ist riesig hier, der Lot. Der Lot hier ist wirklich, wirklich riesig. Also ich weiß nicht, ob ich so ein großes Geisterhaus bauen wollen würde. Ich glaube, das wäre zu groß. The Sky, wenn du irgendwie solche coolen Sachen hast, weil, ne, irgendwie interessiert mich das gerade tatsächlich sogar ein bisschen. Wenn du sowas hast, kannst du das auch gerne in den Discord posten, ne? Wenn du da irgendwas Cooles gemacht hast, wo du stolz drauf bist, was du einfach teilen willst. Ich freue mich immer darüber, wenn Leute Sachen in den Discord unter anderem posten und dann man halt dann irgendwie das sieht, so, oh, die anderen finden das auch alle cool und so Zeug. Sowas liebe ich. Okay, das hier ist halt... Es ist halt wirklich eigentlich alles so ein bisschen waldig hier. Guck mal. Hier könnte halt auch ein Geisterhaus gefühlt sein. Das wäre auch nicht so groß. Und wäre auch unangenehm hier. Ich würde sagen, wir merken uns mal das. Weil die Häuser hier sehen wirklich nicht sonderlich einladend aus. Finde ich. Also hier könnte ruhig so ein Geisterhaus rumstehen.
Ja, will es aussehen. Nichts Besonderes? Ah, warte mal ab. Vielleicht ist es besser, als du denkst. Wo kommen denn Bilder rein? Ach, kannst du eigentlich auch im Laber-Chat einfach reinposten? Glaube ich. Wir haben keinen Bilder-Channel, glaube ich. Strangerville ist zu wüstenhaft. Da passt kein Geisterhaus hin. Sulani auch nicht. Evergreen Harbor, glaube ich, würde auch keins reinpassen. Das ist alles zu urban hier. Das Einzige, was ich mir nur vorstellen könnte, wäre halt hier bei Brindleton. Aber hier hatte ich mir eigentlich eher vorgestellt, tatsächlich. Hier hatte ich mir eher ein Grundstück vorgestellt, was schnucklig und so eine kleine Waldhütte wäre. Aber wie gesagt, es könnte halt auch ein Geisterhaus sein. Bin mir nicht sicher. Lol. Das ist fast zu. Das ist halt wirklich fast zu nett. Da oben wäre das andere Waldgrundstück, aber ich finde, es sieht halt hier zu schön aus für ein Geisterhaus, fast schon. Es ist irgendwie zu schön hier. Finde ich. Hier passt kein Geisterhaus hin, oder? Ja, aber in der Vampire. In der Vampirwelt. Achso, dein Bunker, ne? Wo kommt dein Bunker dann überhaupt hin? Das wird auch noch interessant. Boah, the sky. Alter. Ist nichts Besonderes. Alter, das sieht voll heftig aus. Das sieht voll gruselig aus, ehrlich gesagt. Ich gebe mal eine Geisterhamster-Reaktion. Das sieht voll gruselig aus. Da bekomme ich Albträume von. Was? Einfach ein Haus entfernt von da, von der Vampirwelt. Ja, wie gesagt, das Problem mit der Vampirwelt, das ich halt habe, ist, selbst wenn ich hier das Haus entferne, wollten hier halt eigentlich dann nochmal irgendwie sich Leute in eine WG zusammenschließen. Ich meine, ich könnte den komischen Ladislaus weghauen, aber irgendwie ist der halt dieser Hauptvampircharakter. Das ist unsere Familie, also meine Familie, die kommt definitiv hier nicht weg. Ich finde, in der Vampirwelt ist fast schon zu obvious, irgendwie. Oder? Weiß nicht. Entfernt Vladdy. Ich finde in der Vampirwelt, das ist aber fast zu obvious, dass da so ein Geisterhaus ist, irgendwie. Ist es dann überhaupt besonders? Ist es dann überhaupt was Besonderes, wenn es in der Vampirwelt ist, wisst ihr? Weil ansonsten ist es halt in der normalen Welt gefühlt und da ist halt so, weil und hier, ja hier bist du halt definitiv in einem Geisterhaus gefühlt irgendwie, I guess. Ich fand das Waldfleckchen ganz cool, das in Windenburg. Also wie gesagt, das hier ist mir halt zu, ja. Zu simpel. Ja, es ist halt irgendwie. Ja. Das ist halt zu obvious, dass da ein Geisterhaus steht. Ich ändere mal den Titel auf Geisterhaus bauen, by the way. Kann ich hier auch. Mist. Warte mal. Das bekomme ich hier nicht hin, ne? Kacke. Schade. Naja, okay, also ja, irgendwie ist mir das zu obvious. Vielleicht nehmen wir wirklich Windenburg. Hier der Platz hier. Hier ist noch eine Bar. Rustikale Residenz. Freigeister. Geister. Munch. Guck mir noch an, was es sonst da noch so für Plätze gibt. Aber ich glaube, ihr habt meinen Platz gefunden dafür. Das ist fast zu schön. Das ist wieder zu schön, ja.
Definitiv da hinten, wenn dann. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich es hinbaue. Ja, ein bisschen gruselig ist es. Ich finde das voll creepy irgendwie. Okay, also hier. Der Sommersitz. Hier bauen wir unser Geisterhaus, Leute. Ich habe es entschieden. Aber zu klein soll es nicht sein. So, darf schon größer sein, würde ich sagen. Ich glaube, die Insel wäre auch nicht unbedingt gruselig, oder? Jetzt hast du mich doch nochmal neugierig gemacht. Ach, Mann. Ah, Kitsune. Jetzt hast du mich doch neugierig gemacht. Das Bild kommt neben meinem Bett. Um Gottes Willen. Mitten im Nirgendwo. Oh, das klingt gut. Mitten im Irgendwo klingt eigentlich sehr vielversprechend, ne? Leuchtet es im Dunkeln? Oh Gott. Boah, das könnte ich nicht ab, ey. Ich bin so froh, dass meine Wellen City ein Schlaflicht fast schon brauchen. Boah. Aber wie gesagt, nicht gruselig. Guck mal, das sieht einfach... Es ist mitten im Nirgendwo, aber hier ist es nicht gruselig. Es ist sogar cool hier. Das ist sogar echt ganz cool hier. Damn. Aber ist halt auf der Insel. Guck mal, das ist eigentlich voll schön. Das ist nicht gruselig, das ist schön. Hier würde ich ein schönes Grundstück hinbauen. Da erwartet man kein Horrorhaus. Nee. Nee, wir nehmen das. Wir nehmen den einen Platz, den wir gerade gefunden haben. Ich glaube, das ist gut. Lass hier bauen. Let's do this. So, Leute. Mal gucken, ob wir es heute schon fertig bekommen. Könnte sein, dass nicht. Ich muss jetzt auch mal gucken. Wie macht man ein möglichst gruseliges Haus? Ist halt auch die Frage. Ich hätte mich an den Geisterhäusern von dem Spiel hier orientieren sollen, wa? Vor allem diese tolle Musik, die wir jetzt gerade dazu haben, ne? Die ist definitiv sehr, sehr passend. Ist hier noch irgendwas Merkwürdiges? Nö. Muss ein länglicheres Haus sein, gefühlt. Hast du gerade gesagt, dass die Vögel ein Schlaflicht brauchen? Ja, die haben so ein Schlaflicht, falls die abstürzen. Nina kann ja nicht mehr so gut fliegen. Und die werden ja auch abgedeckt und dann haben die so ein kleines Schlaflicht. Und ja. Das ist voll keine Gruselmusik gerade, ey. Ich schwör. Ich habe keine Ahnung, wie man ein gruseliges Haus baut. Ist halt wieder mein Problem. Sehe ich so aus, als könnte ich sowas? Ich überlege, ob wir noch so einen Schuppen draußen machen sollten. Vielleicht auch irgendwo eine schräge Wand. Ah, schräg wird wieder kompliziert gefühlt. Boah, ich überlege gerade. Der Bunker würde zum Anschauen da drauf passen. Ich muss mir den gleich mal downloaden, damit ich das nicht mehr vergesse. Was zum Teufel ist das hier? Hä? Wieso ist das hier? Verstehe nicht.
Habe ich dich hier, Kitsune? Habe ich dich hier schon? Und hallo Lucy. Ja, kein Problem. Ich habe gesehen, du hast eh mit zwei weiteren gespielt, deswegen war eh blöd. Also, ne, das ist schon in Ordnung, voll kein Problem. Gar kein Problem. Achso, und da kam der... Achso, das... Hä? Ich weiß nicht, warum meine Raids so rumspacken. Dankeschön für den Raid, sehe ich gerade. Bekomme nichts mit. Dankeschön für den Raid und kein Problem. Kein Problem. Ist nicht so schlimm. So, Kitsune. Na. Ich habe die noch nicht offenbar, ne? Dann gucke ich mal nach Hashtag Hamsternest. Oder Masamune LPS. Aber wir waren trotzdem auch ein bisschen Geisterjagen. Ach doch, dann habe ich dich schon gehabt, ne? Ich kann mir nur eure Namen nicht alle merken. Ich kann mir nur immer einen Namen merken. Sorry, Leute. Platziert die mal hier gerade. Gucken wir uns mal an. Ja, der eine hat mich versetzt. Es hätte also gepasst. Ach so! Oh. Ach, schade. Schade. Ich dachte halt, ich hatte es halt irgendwie gesehen, dass du irgendwie im Titel oder so, glaube ich, hattest du es halt irgendwie, glaube ich, drin. Da mit zwei weiteren quasi. Und dann war ich so, ach so, ja, okay, dann passt das ja eh, ne? Weil wir hatten halt auch ein paar mehr gerade halt, mit ein paar mehr Freunden noch gespielt gehabt. Und ansonsten hätten wir halt dann später eben gewechselt, aber ja. Nicht schlimm. Bekommen wir vielleicht eh noch hin. Das Spiel werde ich schon noch öfter spielen. So, das ist also der Bunker. Ich muss zugeben, von außen her sieht es echt cool schon aus. Das gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Dann gucken wir mal von unten an. Mit Stromgenerator. Boah, lol. Was ist denn das für eine Wand? Alter, wie cool. Oh, es geht noch tiefer. Boah, das ist voll cool. Mit Pool? Ah. Da sind noch Zerealien am Boden. Sehr schön. Ich mach mal hier das hier kurz an. Boah, Kitsune hat sich richtig Mühe gegeben. Holy, sieht das cool aus. Du willst dann quasi auf dem Grundstück... Alter. Kitsune. Alter, ich lasse das gleich als Horrorhaus hier stehen. Alter. Boah, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Hä, wie cool ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Alter. Das willst du dann als Haus haben, Kitsune, ne? Änder den bald bei Origin. Ah, okay. Mit Leo war auch was auch lustig. Ja, das Spiel ist allgemein mega cool. Mit 4 wäre es cool gewesen. Mit 4 ist halt teilweise schon nice, ja. Aber ich finde, man kann es auch gut zu zweit spielen. Würde ich sagen. Ich habe es auch alleine gut spielen können. In VR. Alleine. Im Geisterhaus. War toll. Kann ich empfehlen. Kann ich sehr empfehlen. Ganz, ganz toll. Okay, hier ist noch der andere Raum. Okay, also geht's hier. Okay. Aber das ist cool. Das ist aber cool. Ja, aber vielleicht findet sich mal nochmal. Ich werde, wie gesagt, das Spiel eh noch öfter auch spielen. Vielleicht findet sich da nochmal was. Also Kitsune, das ist echt cool geworden. Das ist wirklich cool geworden. Mit Abgehörgerät. Dann kannst du die Leute so abhören und erpressen, ne? Irgendwie ging das doch. Da, ja, bin mal gespannt, was wir da alles dann machen im Bunker. Aber es ist ganz cool. So, planiere aber jetzt trotzdem nochmal alles. Und dann bauen wir hier unser Geisterhaus weiter. Ist das hier, ist die Kante hier immer so? Offenbar. Also, ja, wie mache ich jetzt am besten den Grundriss von diesem Geisterhaus? Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Will ich eine Garage haben oder will ich keine Garage haben? Oder will ich irgendwelche komischen Türme am besten haben? Ich habe keine Ahnung, wie man Geisterhaus baut, ey. Es gibt auch ein Fünfeck. Ist ein Fünfeckdach dann Diamant eigentlich? Irgendwie macht das alles keinen Sinn für mich. Ist das dann ein Diamant? Wie funktioniert das? Wie baut man sowas? Ha. Aber wenn, dann wären vielleicht so runde Dinger cooler.
Boah, ich habe keine Ahnung. Ich will eigentlich, dass es... Eigentlich soll es relativ normal aussehen. Aber halt innen noch schon relativ verlassen. Das ist von außen heruntergekommen. Aber nicht direkt wie so ein übertriebenes Spooky-Haus, muss ich zugeben. Das wäre mir too much. Hallo Monika, was geht? Muss nur auf ein kleines Grundstück. Das machen wir dann irgendwann, Kitsune. Das machen wir dann demnächst. Also das mit der Garage hätte ich trotzdem irgendwie gerne. Alles, was Beine hat. Boah, wow, das ist wohl wahr, I guess. So, hier hinten. Ist dann wieder so ein größerer Raum. Vielleicht versuche ich es mir erstmal in Räume allgemein irgendwie aufzuteilen. Ich mag es ja immer ein bisschen mehr, wenn das alles ein bisschen Struktur hat. Der Grundriss gefällt mir zumindest schon mal besser als der von davor, I guess. Man könnte es auch so hinter so einem komischen Zaun machen. Wenn man hier noch komplett umrunden würde mit so einem unangenehmen Zaun, wäre, glaube ich, ganz cool. Ich würde vielleicht auch die Höhe von dem Ding erhöhen. Zumindest von der Eingangshalle. Bin mir nicht ganz sicher. Maybe. Vielleicht ganz gut. Ich bin mal im Lurk, dir beim Bauen zu gucken. Alles klar. Mach das. Naja, deine Lieblingszuschauerin ist ja wieder da. Die sogar einen eigenen Command bekommen hat. Du hast einen eigenen Command von mir bekommen? Wieso weiß ich davon nichts? Was hast du denn für einen bekommen? Auf dich spezifisch zugeschnitten? Der Verwirrt-Command? Der Verwirrt-Command, der trifft doch gefühlt auf mich zu. Bin mir nicht sicher, ob ich den nur für dich gemacht habe. Bin mir nicht sicher. Ist zu lange her. Kannst du mir ein Beweisvideo schicken vielleicht? So. Okay, das wäre das. Dann möchte ich auf jeden Fall eine zweite Etage haben. So eine Galerie wäre halt auch eigentlich gruselig vielleicht. Muss mal gucken. Ist eine Galerie gruselig? So ein Eingangsbereich wie in dem Farmhaus wäre halt vielleicht witzig. Wie in dem einen Farmhaus da. Hier könnte man vielleicht einen kleinen Balkon hinmachen. Vielleicht so irgendwie dann. Wechsel mal vom Laptop ans Handy im Bett. Ja, gönn dir. Gönn dir dein kuscheliges Bett, ey. Gönn dir. Okay, wie gesagt, ich will hier so einen Eingangsbereich quasi haben. Mache ich denn das am besten? Mache ich den Bereich hier komplett zum Eingangsbereich? Muss hier dann, glaube ich, auch nochmal... Was hatten wir denn hier? Ging da halt alles noch rüber, ne? Würde aber an sich passen. Steinwände sind mega hübsch in Sims. Müssen wir mal gucken, was wir da später nehmen. Aber ich muss jetzt erstmal irgendwie gefühlt das hier auf die Reihe bekommen. Wie läuft's bei dir so im Leben mit der Schule oder Ausbildung? Du musst wohl eher fragen mit dem Beruf. Bei mir ist alles schon fertig. An sich. Bei mir ist an sich alles schon fertig momentan. Hier so einen offenen Eingangsbereich und dann da so
Treppen oder Türen halt rüber vielleicht. Hier vielleicht so ein unangenehmer Gang. Und dann geht's hier dann so rüber, hier so rüber. Kann man, warte mal. Ich überlege, wie es am besten funktionieren könnte, aber wir gucken mal. Bin noch nicht ganz zufrieden hiermit. Mit unserem komischen Eingangsbereich hier. Bin noch nicht ganz zufrieden. Lass mich überlegen. Das sieht man später aber nicht, oder? Denke ich mir gerade nur so. Ja. Dann hier so eine Treppe halt irgendwie hoch. Man muss eine gedrehte Treppe, wenn dann sein. Was ist denn so eine richtig ekelhaft modrige Treppe, die da hochgehen könnte? Das muss jetzt richtig widerlich dann eigentlich sein. So eine richtig verranzte alte Treppe. Die sind alle fast... Leider, ich glaube, das könnte in Sims vielleicht schwieriger werden, als wir denken, ne? Weil die sehen alle immer schöner aus in Sims. Die sieht ein bisschen ranzig aus. Boah, die sieht wirklich ranzig aus. Nein. Das kann man hier eigentlich verschieben. Hä? Ah, okay. Okay, warte mal. Mach die komplett nochmal weg. Wo war sie denn jetzt? Boah, wenn ich sie jetzt nicht mehr finde, ne? Die hier. So. Genau. Wenn ich das hier jetzt weg... Wenn ich das hier jetzt wegmache... Oh. Ja. Und dann den Zaun aber nochmal nehme. Und den dann da so hinpacke. Darf ich dann das hier wieder wegpacken? Ja. Jetzt hat er aber meine Decke geklaut. Was soll denn der Scheiß? Kann mir doch nicht einfach die Decke klauen. Würdest du bitte meine Decke da jetzt wieder hinbauen? Da glaube ich, da, das zählt nicht mehr, ne? Das hier ist ein Raum, das hier ist ein Raum. Das hier zählt nicht als Raum gerade. Mach doch so eine Art Glockenturm. Oh, Gottes Willen. Ich glaube, ich muss was anderes dran connecten, kann das sein? Das ist irgendwie ungut so. Treppen in Sims sind furchtbar. Wird so besser zählen? Kacke, ey. Wie macht man denn das? Bin ich zu blöd für Treppen gerade wieder? Wie ging denn das sonst? Darf ich die sich hier so quasi nicht draufpacken? Müsste ich das nicht trotzdem als Raum durchgehen lassen können? Warte mal.
Maser zu blöd für alles mal wieder. Decke bauen. Ist die Treppe noch da? Nö. Cool. Kann ich hier jetzt wieder eigentlich eine Decke draufbauen gerade? Das zählt als Raum, das zählt als Raum, das zählt als Raum. Wieso zählt das nicht als Raum? Zählt das nicht? Müssen die ernsthaft exakt genau gleich hier sein? Ich glaube, die müssen da exakt gleich sein, oder? Boah, ich hasse schon wieder alles, ey. Ich glaube, man kann keine... Kann es sein, dass man keine Galerie machen kann, eben so wie ich es gerade versuche? Mit einer Treppe so auf die Art und Weise? Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, die Treppe muss dann woanders hochgehen. Und man kann hier dann so runter gucken. Ich glaube, die Treppe muss dann in einem anderen Raum sein, kann das sein? Weil das sonst nicht geht. Könnte ich mir jetzt nur vorstellen gerade. Ich glaube, ich kann das so nicht machen. So, Kitsune muss ins Bettchen. Alles klar, Kitsune. Ich hoffe, du hast den Tag heute gut überstanden. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Danke fürs dabei sein, ne? Und dann schlaf schön, Kitsune. Und wir sehen uns dann demnächst im Bunker, habe ich gehört, ne? Was auch übel wäre, hier so ein Treppenhaus reinbauen. Wenn man da so noch genügend Platz lässt. Und dann da so ein Treppenhaus baut. So wirklich so ein Treppenhaus. Muss mal gucken, wie groß das dann sein müsste, aber könnte gehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das wird halt wirklich gehen, glaube ich. Ich muss es nach unten hier noch machen. So. Ach, hier ist jetzt auch angeblich wieder zu wenig Platz. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe schon, Spiel. Willst mich wieder mobben? Kann keine Wände überschneiden. Haben wir hier doofe Wände oben. Na komm. Hallo? Jetzt. Warum machst du das jetzt nicht einfach aus Raum? Danke. Jetzt geht's, perfekt. Okay, dann haben wir hier jetzt einen Treppenraum. Man könnte das auch offen machen, I guess. Und die da so reinbauen. Bin mir nicht sicher, was mir besser gefällt bisher. Kann ich hier eine Wand noch dazu bauen? Hier so? Oh ja, das geht. Oh cool. Das ist eigentlich ganz nice. So. Hier könnte man dann auch... Ne, hier darf ich wieder nicht. Oder was? Hier dürfte ich bis hier. Bin gerade am überlegen, was am meisten Sinn macht. Aber ich glaube, ich mache... Nein. Ich glaube, ich reiße einfach das halbe Haus weg. Das wollte ich sagen, genau. Das halbe Haus wegreißen ist immer die optimalste Lösung für alles. So. Macht ein Treppengeländer hier dann drin Sinn? Das sieht so aus, als würde es irgendwie nicht besonders viel Sinn machen. Puh. Bin mir nicht sicher, ob das mit einem Geländer besser aussehen würde. Sieht das gut aus so? Man könnte natürlich auch diese Untermauer da wegreißen. Andererseits würde ich die, glaube ich, lieber behalten wollen. Ja, an sich kann man das, denke ich, so machen. Und das darf ich wieder nicht, ne?
Was dann nicht als Raum direkt zählt. Oder? Dann mache ich da halt eine Treppe rein. So, was? So, spontaner Wechsel am Handy und ins Bett inklusive mehr Essen. Boah, nice. Ich war heute noch beim Arzt und er meinte, ich darf abends nicht mehr so viel essen. Das macht mich traurig. Weil nach dem Stream esse ich ganz gern immer noch mal was, aber der meinte, ich soll das nicht mehr machen. Ja, fies Batman. Ob ich mich daran halten werde, ist die andere Sache. Bin mir noch nicht sicher. Ich mag so gerne essen um diese tolle späte Uhrzeit, ey. Das ist halt einfach so, ja, muss halt, ne? Was ist denn hier mit dem Raum los? Hä? Das ist immer noch so ein merkwürdiger Raum. Ist das jetzt ein Raum wieder? Zählt das jetzt richtig? Bitte sag mir, das geht jetzt. Hoffentlich. Kann ich jetzt die Dinger hier wegreißen? Oh, jetzt darf ich sie, glaube ich, auch wegreißen, ohne dass alles broken geht. Cool. So, noch eine Stufe drauf oder reicht das so? Ich würde fast sagen, das reicht wahrscheinlich. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwas mit einem coolen Dach machen kann. Hier bin ich mir gerade nicht sicher. Hier könnte man einen Balkon machen. Man könnte auch einen überdachten Balkon machen. Morgens habe ich keinen Hunger, ab 14 Uhr bekomme ich leichten Hunger und ab 21 bis 3 Uhr Daueressen. Früh kann ich auch nicht essen. Früh am Morgen geht bei mir auch nicht. Das ist bei mir auch vorbei. Schwierig. Schwierig, schwierig, hier was Schönes zu zaubern. Ja. Vielleicht packe ich hier auch nochmal so ein Dach tatsächlich dann dahin. Ich muss aufpassen, dass das Haus nicht zu schön wird. Soll ja spooky werden. Was packe ich da noch hin? Nochmal so ein Mini-Dach. Man könnte hier nochmal eins hier so rauskommen lassen. Das funktioniert halt echt. That actually works. Ha. Hätte ich jetzt irgendwie auch nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. So, und hier drüben... Gut, hätte auch noch die Dächer gegeben, aber die finde ich eigentlich immer hässlich. Alles sehr, sehr, sehr wirr irgendwie ein bisschen. Was? Morgens ein Joghurt geht doch klar, was? Nee, ich kann nichts essen früh. Ist wirklich, geht nicht, kann ich nicht. Ist nicht. Noch ein kleiner Turm. Aber wo denn? Wo willst du denn einen kleinen Turm machen? Passt halt nirgends. Das sieht halt kacke aus. Das sieht halt richtig kacke aus. Ich kann keinen Turm da machen. I'm sorry I tried, but it sucks. So no. No Turm for you. Würde ich sagen. Was soll es doch? Was?
Ich esse immer frühestens um 11 irgendwas. Ja, bei mir ist halt dann meistens die Mittagspause, die halt dann um 12 oder so halt kommt, ne? Die ist halt dann meistens fürs Essen dann irgendwann da. Man könnte hier wieder so ein Vordach oder so vielleicht dann noch machen. Mit so einer überdachten Veranda oder sowas. Ich glaube, es soll nicht schlecht aussehen, sondern spooky runterkommen. Verlassen auch. Heute nur Baustream, oder? Ja, heute ist nur Baustream. Was? Ich witter. Was? Ich widme mich jetzt meinen zwei Kuchenstücken. Boah. Boah, hör auf, ey. Ich bekomme Hunger. Und ich soll ja nichts essen. Ich werd wahrscheinlich sowas von was essen noch. Ich habe zwar erst Abend gegessen, eigentlich gefühlt. Weil, naja, wurde irgendwie spät einfach allgemein. Aber, bekomme trotzdem schon wieder so Hunger. Hier so eine Vorterrasse will ich halt haben und ich überlege, ob ich hier noch so ein kleines Überdach mache. Könnte auch das hier so rüberschieben. Ist aber ein bisschen sehr gewagt. Vielleicht einfach nur eine Terrasse da. So eine erhöhte. An sich passt schon, I guess. Jetzt überlege ich nur. Ja, das wird nur. Ja. Es soll nur verlassen aussehen. Es soll halt ein Geisterhaus sein, aber es soll trotzdem nicht weird aussehen. Ich glaube, ich baue einfach so, wie ich jetzt quasi immer baue. Von dem her passt das. Rede doch nicht von Essen, wenn ich jetzt im Bett liege. Oh, ist halt echt so, ey. Ist halt echt so. Ich würde ja sagen, dass du ein wenig mehr essen müsstest. Ich? Das meinte, glaube ich, der Arzt gefühlt auch, aber ich war halt so, ja, ich wiege halt immer so viel. Und ich fresse ja aber auch voll viele, also eigentlich, daran kann es nicht liegen. Bin mal gespannt. Ich hab halt Blut abgenommen bekommen. Sieht man kaum und es tut auch nicht weh bisher. Wahrscheinlich tut es morgen weh. Ich bekomme da morgen auch schon die Ergebnisse und so. Also mal gucken, ob ich irgendwie Eisenmangel auch oder sowas habe. Wegen Vegetarier und so, ne? Könnte theoretischer sein. Bin ich mal gespannt. Wenn nicht, dann bin ich sehr überzeugt, dass ich mich sehr gut ernähre. Tatsächlich. Wenn ich keinen Eisenmangel habe. Ich würde es gar nicht so stark anheben, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich werde das so relativ unten lassen. So, was kann man für ein Fundament dran packen? Es soll wahrscheinlich schon Richtung Steine und so Zeug gehen, denke ich mal, ne? Würdet ihr jetzt auch sagen, oder? So ein bisschen zumindest. Mach mal hier das Fundament Steine hin. Ich weiß nicht, warum ich gerade alles nicht umranden konnte auf einmal, aber gut. Vielleicht schon mal ein bisschen gucken wegen dem Anstrich. Oh ja, sowas, definitiv. Was könnte man dann für einen Anstrich nehmen? Das sind jetzt eigentlich die wichtigsten Sachen, die wir uns Gedanken machen sollten. Kann man hier auch filtern? Es gibt da diese Spooky Packs. Ich kann mal gucken bei Vampiren und Grusel. Das ist halt so heruntergekommenes Holz, glaube ich, einfach, ne?
So ein bisschen. Das wird vermutlich ganz gut passen. Das wäre auch gut bei so einem Schuppen gegangen, glaube ich. Das hier triggert mich, ehrlich gesagt, wenn ich das hier gerade sehe, aber gut. Was ist gruseliger, dieser rote Stein oder der graue? Ich finde den roten irgendwie besser. Bin mir aber auch nicht sicher. Grau? Aber das passt dann doch nicht zum Holz, oder? Das hat irgendwie was von der verlassenen Scheune gerade. Das hat halt wirklich was von der Scheune. Boah. Das wäre zumindest mein erster Ansatz. Aber wir gucken mal, was wir sonst noch haben. Die sehen alle echt übel aus. Was, das soll grau sein? Oh, lol. Ach, guck mal, da gibt es noch einen anderen braunen Ton. Das finde ich ganz gut, tatsächlich. Also, ich muss zugeben, diese Brauntöne sind echt nice. Weil die echt heruntergekommen wirken. Huch, jetzt habe ich das hier aus Versehen übermalt. Ist ja nicht so schön. Kannst du das bitte nicht machen? Danke. Der ist halt echt ein bisschen dunkler. Ich finde es tatsächlich ganz nice. Und wie geht's unseren Late-Night-Hamstern? Ja, ganz gut, habe ich gehört, Danus. Ganz gut. Wir bauen gerade ein Geisterhaus, weil wir sind ja voll in Geisterstimmung momentan und so. Verstehst du schon, ne? Vielleicht das Dach ist auch gleich mal interessant. Oh, es gibt keine Gruseldächer. Schade. Danus, was geht? Da ist der Danus auch da. Den Late-Night-Hamstern geht super. Habe ich auch gehört, tatsächlich. Habe ich auch gehört. Was, ich bin auch nicht so mega Kuchenesser. Ich esse relativ wenig süßes Zeug. Ich esse auch wenig süßes Zeug, weil ich davon Zahnschmerzen bekomme. Aber ich mag Eierlikörkuchen. Ich mag Schwarzwälder Kirschtorte. Ich mag Bananenmuffins. Ich mag Maulwurstkuchen. Wobei bei Maulwurstkuchen ist gefühlt irgendwie mehr so komische Milchcreme oder was auch immer das genau ist als Kuchen selber. Vielleicht mag ich den deswegen so. Boah, und ansonsten, ja, der hört schon langsam auf, ne? Ich finde, es wirkt schon sehr heruntergekommen. Bin mir beim Dach noch nicht ganz sicher. Aber ich meine, ich glaube, schlechter aussehende Dinger hier werde ich nicht finden, glaube ich. Oder sowas. Das ist natürlich auch echt widerlich. Bin mir nicht sicher, wie flach ich das hier haben will. Könnte es auch leicht biegen, ne? Boah, sieht aber auch nicht gut aus. Vielleicht nur leicht biegen. Ja, maybe. Die hier sehen auch übel aus. Bah. Ich finde die, glaube ich, aktuell ganz gut. Was ein Kuchen, in dem Alk drin ist, ist halt ja, was ist halt, das, was ist, hat ja nicht wirklich Alkohol so am Ende. Okay. Marcel ist so ein Fan von veganem Aufschnitt. Veganer Aufschnitt? Aufschnitt ist so hochdeutsch. Ich glaube, das heißt bestimmt bei uns im Bayerisch anders. Was, ich bräuchte vielleicht mal mehr Essen zu meinem Alkohol und nicht andersrum.
Kein Alkohol in Essen, was? Ach so, Alkohol und süß zusammen bei Essen mag ich auch nicht. Okay, okay, interessant, Steffi. Interessant, Jetzt bin ich hier doch noch... Bin mir nicht sicher, ob mir das Dach hier gefällt, by the way. Oder ob ich das auch nochmal irgendwie drehe. Ach, ich glaube, es macht aber schon Sinn, so wie es ist. Und es sieht auf jeden Fall sehr unwohl aus. Also ich würde da nicht reingehen wollen. In dieses Haus. Denke ich. Ich finde, das habe ich ganz gut getroffen, glaube ich mal. Man könnte den Teil hier auch noch anders färben, vielleicht. Den Teil vom Haus hier drüben. Den Rest lassen wir dann heller. So. Ja, ich glaube, das finde ich gut. So, dann gucken wir mal bei Türen. Wir brauchen auf jeden Fall eine schöne Eingangstür. Am besten eine, die schön einladend aussieht. So richtig schön einladen. Oh ja, du bist echt toll. Oh Gott. Ich merke mir die mal. Vielleicht gibt es die auch noch in noch weniger einladend. Das Problem ist, die meisten werden, glaube ich, zu modern aussehen. Und zu schön. Die hier klingen für innen ganz gut. Boah, ey. Die hier ist eigentlich fast gut. Lass mir mal hier nochmal gucken. Ich meine, die ist sehr awkward auf jeden Fall. Hätte was. Aber die ist mir zu krass. Ich glaube, das hier als Eingangstür ist schon so, ne? Die ist schon wieder zu schön. Ja, ich glaube, die ist gut. Ich glaube, die ist gut. So, was? Meine Mom hat letztens zum Mittagessen eine Weißweinsuppe gemacht. Ich glaube, danach war ich angetrunken oder so. Muss man das nicht dann mit... Boah, was macht man denn dazu? Weißwein und Kastanien oder nicht so? War da nicht irgendwie was? Die heißen dann halt nicht Kastanien, sondern Makronen oder so, ne? Boah, gebrannte Makroni-Dinger da auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Wenn dieses Jahr ja kein Weihnachtsmarkt ist, RIP, ne? Wo soll ich denn dann die essen? Die gibt's nur da. Und ich finde, die schmecken leicht nach Hähnchen. Deswegen mag ich die irgendwie so. Wenn auch nur leicht. Aber sie tun das. Die sind tatsächlich echt nicht so angenehm hier zum Reingucken. Es sollte eher was Verschlosseneres sein, ne? Aber das hier sieht schon wieder zu kirchlich aus. Das ist schon wieder zu Klischee. Das ist schon wieder zu offen. Es soll halt nicht klischeeartig wirken. Das ist halt so, ne? Soll halt eher alt wirken. Boah, das ist perfekt gerade. Oh Gott, ist das perfekt. Also Strangerville kriegt mich gerade richtig hier mit den Fenstern. Alter. Alter, sind die unangenehm. Uiuiuiui. Ja. Die gefallen mir. So, Marse hat soeben ein Fenster gefunden, was ihm gefällt. Toll. Gibt sie dann auch noch ein kleiner? Für oben dann. Und wo ist meine Musik hin? Wo ist denn hier Stranger Bill? Ich sehe es nicht. Boah, die hier. Die sind auch unangenehm, glaube ich. Irgendwie aber auch komisch. Ich hasse es, wenn die Sims Musik mal aufhört und nicht mehr wiederkommt. So, ja, ich habe jetzt auch genug gespielt, ne? Ich gehe da mal zum nächsten Sims-Spieler jetzt hin, ne? Mach's gut. Da bin ich auch nur so, ja, danke, du mich auch. Man könnte die hier dann vermutlich für oben auch nehmen. Aber ich hätte schwören können, es gab auch die von Strangerville eigentlich irgendwo, oder? Nochmal in klein. Das ist ein Strangerville-Dinger in klein. Aber das sind nicht dieselben Fenster. Ja, wobei, das kommt hin. Okay, die hätten wir also auch noch irgendwie.
Die hätten wir also auch noch in kleiner dann. Ich überlege aber, ich glaube, ich bleibe erstmal trotzdem bei denen hier unten, ne? Es ist echt gerade ein bisschen. So. Zu viele Fenster will man ja eigentlich, glaube ich, auch nicht haben. Aber so ein paar brauche ich, glaube ich, trotzdem. Die Musik hasst mich wirklich. Ich geh dann mal schlafen. Grusel euch noch sehr beim Gruselhaus. Gute Nacht. Alles klar, Steffi. Danke fürs dabei sein. Dann schlaf mal schön, ne? Und dann viel Spaß. Morgen noch. Morgen ist Freitag, ne? Vergesst das nicht. Morgen wird schön entspannt, dann habe ich gehört. Morgen haben wir dann endlich unser wohlverdientes Wochenende, würde ich behaupten. Haben wir endlich alle unsere Ruhe von allem. Hoffentlich. Außer ihr müsst samstags auch noch arbeiten. Dann tut ihr mir leid. Ne? Just saying. Gibt ja leider Leute, die auch samstags arbeiten müssen. Das ist halt der Nachteil an einem normalen Job, der nicht im Büro dann ist, ne? Aber wie gesagt, bekommt ihr alle hin, Leute. Bekommt ihr alle rüber. So, falls du morgen Langeweile hast, gib Bescheid. Alles klar, Steffi, alles klar. Könnte tatsächlich passieren. Ein goldener Eisfuchs, hallo, wie geht's? Alter, ohne Witz, das triggert mich gerade, dass ich keine Sims-Musik mehr habe. Was konnte ich nochmal machen? Speichern? Irgendwas konnte man alles machen. Galerie gehen hilft, glaube ich, auch. Ich will meine Sims-Musik wieder haben, das ist mir zu ruhig. Hat ja nicht so gut geklappt. Chatblind. Bon kann man im Laden kaufen, was man, was? Jetzt ist wieder Musik da, okay. Ah, so ein kleiner Bach wäre auch cool. Ein Bach? Wie mache ich denn einen Bach? Ich könnte den mit dem Brunnentool vielleicht machen. Weißt du noch, 1962? Was labert ihr, Leute? Ich bin sehr verwirrt. Was labert ihr heute alle mit mir? Könnt mich doch nicht so verwirren. Und hallo Chris, willkommen. Du kommst genau richtig zum Geisterhausbau. Ich stelle eine Popcornmaschine rein, falls du da mal reinlandest, ne? Just saying. Ja, dann machen wir noch hier die Fenster für die oberen Geschosse mal eben noch. Man kann hier so ein Mini-Fenster machen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Finde ich die wirklich cool oder finde ich die doch eher doof? Bin mir nicht sicher. Egal. Ich lasse sie jedenfalls. So. Strangeville. Hier ist Strangeville. Sind mir gar nicht mehr aufgefallen, weil ich sie auch schon umgefärbt habe. Das sieht noch fast zu normal aus. Boah, das ist echt ugly. Bin irritiert irgendwie. Wieso sind die alle so ugly? Ja, das gefällt mir besser.
Popcorn süß oder salzig? Natürlich süß. Jeder, der was anderes nimmt, den kann ich nicht. Da kann ich dann, da hört dann meine Sympathie dann auch auf, ne? Da hört sie dann halt aber auch wirklich auf. Ach ja, hier mal unsere offene Galerie, ne? Da war ja was. Kann keine Wände überschneiden. Oh, da haben wir wohl einen Raum drin. Irgendwie. I guess. Es sieht merkwürdig aus, dass da kein Fenster ist. Ich weiß nicht warum. Ich wollte nicht zu viele Fenster haben. Was so viele schlaue Menschen hier. Was? Und erst Müsli, dann Milch. Was? Das Gruselhaus hat eine böse Wirkung auf mein Twitch. Als ich meine Nachricht abgeschickt habe, ging mein Dark Mode einfach raus und jetzt ist alles weiß. Oh Gott, ey. Da würde ich mir Sorgen machen. Da würde ich mir jetzt wirklich dann Sorgen machen an deiner Stelle. Just saying. Ich will da am liebsten auch so Lichterflackern drin haben, aber es geht wahrscheinlich nicht so einfach, oder? Leider. Aber das wäre voll böse, ey. Dass das hier so eng ist, triggert mich ein bisschen. Mache ich vielleicht nochmal ein bisschen offener und hier eher einen kleineren Raum. Dafür hier vielleicht ein bisschen länger. Hier könnte man theoretisch auch zwei Räume machen oder einen großen. Bin mir nicht sicher, was gruseliger wirkt, wenn es eher enger ist oder wenn es eher größer ist. Huch. Das sieht man aber hoffentlich gleich nicht mehr dann, oder? Oh, ich hoffe, das sieht man nicht. Wenn man das hier drin sieht, dann bin ich echt getriggert. Cola oder Fanta? Cola eigentlich. Was? Wein oder Bier, Käse oder Wurst? Oh Gottes Willen, Leute. Ich antworte nicht mehr, erklärt das jetzt unter euch. Außer es ist eine sehr wichtige Diskussion, dann mache ich vielleicht mit. Die Geistertapete muss halt irgendwie... Ich weiß nicht, die Geistertapete ist halt irgendwie dann so... Ja, okay. Mäßig irgendwie. Boah, es ist echt arschdunkel hier drin. An sich soll es das wahrscheinlich dann auch sein, I guess, aber es ist trotzdem weird. Welche von denen ist am gruseligsten? Na, ich glaube, die ist schon ganz passend. Mauerwerk klingt auch passend. Also Mauerwerk würde ich hier auf jeden Fall irgendwie haben wollen. Eigentlich bräuchte man noch einen Keller. Fällt mir gerade auf. Eigentlich bräuchte man auch noch einen Keller. Wir können dasselbe Mauerwerk am besten vielleicht auch nehmen, wie wir hier draußen haben. Das können wir vielleicht hier ins Treppenhaus auch dann packen. Ich habe das Gefühl, das wird eine gute Wirkung erzielen. So. Es ist echt arschdunkel. Ich glaube, ich mache mal zum Bauen gerade ein paar Lichter hier rein, ne? Einfach nur, damit man was sieht. Und wir können später noch die Lichter dann so richtig abändern, ne? Man kann ja die Farbe der Lichter ändern. Also vielleicht ist das auch ganz passend, wenn wir dann trotzdem Lichter haben. Dann einfach so eine richtig spooky, spooky Lichterfarbe hier reinpacken. Aber fürs Bauen mache ich hier erstmal ein ordentliches Licht hin. So, boah, jetzt sieht man wenigstens auch was. Ist ja fast schon einladend jetzt, wa? So, boah, Alter.
Hier unten, wie gesagt, wäre Mauerwerk vermutlich ganz cool. Hier drin mache ich auch nochmal dasselbe hier, wie da. Ich könnte auch hier komplett das machen, aber ich hätte da ganz gerne lieber irgendwie einen anderen. Irgendwas anderes. Aber was bedrückend ist. Muss bedrückend sein, wenn dann. Das hier ist auf jeden Fall sehr bedrückend. Mist, jetzt habe ich das auch mit angemalt. Andererseits, vielleicht mache ich das auch komplett eher so. Ich habe das Gefühl, das passt besser. Zumindest innen drin. So. Man könnte es auch bis ganz hier oben noch so machen. Oder wir machen da doch noch eine Türe hin oder so. Ui, sieht ja schon gut aus. Bist du nicht schlafen gegangen, Kitsune? Kannst du nicht schlafen? Musst du dir noch ein bisschen Entspannungsstream gönnen? Das ist auch unangenehm, muss ich zugeben. Noch kurz Pipi und dann Haya, okay. Was haben wir hier noch? Gibt es das auch noch in unangenehm? Badezimmer. Wo machen wir ein Badezimmer dann hin? Das wäre eigentlich der perfekte Ort für ein Badezimmer, beziehungsweise oben Badezimmer. Man könnte hier ein großes Badezimmer halt haben. Da will ich so richtig unangenehme Fliesen haben. Gibt es unangenehme Fliesen? Gibt es hier irgendwo etwas, das heißt unangenehme Fliesen? Wenn ja, die bräuchte ich. Genau die. Ja, die unangenehm, bitte. Was wollen Sie denn in Ihrem Haus haben? In Ihrem Badezimmer, in Ihrem neuen? Ja, die unangenehm. Das hier ist unangenehm, finde ich. Die anderen sind nicht so spooky genug. Nee, ich nehme die hier. Die passen wirklich. Es ist echt sehr herabgekommen. Es sieht auf jeden Fall nicht sehr einladend aus, finde ich. Gibt es auch noch so eine richtig herabgekommene Tapete irgendwie? Die sieht fast schon wieder zu schön aus. Paneele. Wie gesagt, die sehen alle immer zu schön aus. Die dürfen nicht so schön aussehen. Die müssen ranziger aussehen. Wobei, wir können es auch noch selber ranziger machen, wenn wir ja dann da später noch die Sachen ranhängen. Also geht wahrscheinlich sogar irgendwie, I guess. Würden wir wahrscheinlich noch ein bisschen ranziger hinbekommen. Was ist denn das? Was ist das? Saubermann? Hä? Verstehe ich nicht. Das ist auch unwohl. Oh ja, das finde ich gut. So, fehlt nur noch der Raum und dann würde ich sagen, machen wir vor der Lulz, ne? Wo haben wir denn die? Wo war denn die gerade? Ist die hier? Ja. Irgendwie sowas rein. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir die Geister? Die spooky Geister? Oder doch die Spinnenweben? Die hat auch was Unangenehmes, aber... Fledermäuse? Ich nehme mal hier irgendwie die Spinnenweben vielleicht. Für den Raum. Oder gemixt wäre vielleicht auch eine Possibility hier. Wir könnten hier Geister machen und da die Spinnen weben. Komm, mach mal so. Dann haben wir beide. Es gibt auch Wandtattoos, Master. Ja, ja, aber da kommen wir ja erst hin. Wir müssen ja jetzt erstmal, ja, lass dir Zeit. Kommt noch alles. Ich weiß, dass man da noch einiges machen kann dann. Ich hoffe, das hier geht noch weg. Bin mir nicht sicher. Notfalls mache ich so.
Achso, das Geländer, ne? Lass mich nochmal gucken, ob es nicht ein besseres Geländer gibt. Eins, das noch abwertender ist. Das haben wir gerade. Gibt es auch noch mit anderen Farben. Das ist ein bisschen simpler. Ich glaube, die Verzierungen sind nicht unbedingt schlecht. Ich glaube, die sind sogar eher ganz gut. Weird. Was meint ihr, Leute? Findet ihr das eh schon gut? Das hier vielleicht eher noch in einer merkwürdigen Farbe dann? Ah, das wäre vielleicht auch noch bad. Wer geht schlafen? Bin jetzt aber auch mal weg, mich hinlegen. Alles klar, Monika, dann schlaf mal schön. Danke fürs dabei sein und mal wieder reinschauen. Hat mich gefreut. Ein abwertendes Geländer zu dem unangenehmen Tapeten und den aufdringlichen Böden. Die Böden sind noch nicht... Stimmt, wir brauchen noch die Böden. Wir brauchen noch gruselige Böden. Es gab irgendwo auch einen richtig ranzigen Holzboden. Den hier. In Rot. Bäh. Grün ist auch echt widerlich. Aber man müsste fast Schwarz nehmen. Der Boden ist auch richtig widerlich, obwohl der eigentlich aus Get Famous ist, aber ich finde den echt unangenehm. Ich mag den überhaupt nicht. Der Boden ist einfach kacke. Sorry Boden, aber muss ich leider so sagen. Okay, ich habe es kaputt gemacht. Offenbar muss ich diesen komischen Raum da so lassen. Hä? Komisch. Aber okay, dann lasse ich den merkwürdigen Raum da so. So, was haben wir noch für unangenehme Böden? Oh, hier ist die Tapete falsch. Unangenehme Böden, Teil 2. Badfliesen oder Teppiche. Ein richtig merkwürdiger Teppich im Bad eigentlich halt, ne? So der typische, eklige Badteppich. Ja, das sieht ranzig aus. Finde ich gut. Alles muss schön ranzig aussehen zum Schluss. Ich finde den Werder-Berühmtboden schön. Ich weiß nicht. Ich finde, der sieht so heruntergekommen einfach aus. Findest du nicht? Dass der was von heruntergekommen einfach hat? Boah, der ist ja auch weird. Wir müssen gleich auch noch gucken, wo wir überall Treppen rein, Türen reinmachen. Endlich haben wir mal passende Musik hier gerade. Oh, die Sachen sind wahrscheinlich... Oh, schade, dass das nicht in der besseren Farbe gibt, ey. Die sind auch alle... Das hier sind so merkwürdige Dinger und die würden halt perfekt passen, aber die Farbe ist halt immer falsch. Gefühlt ist halt immer die Farbe schrecklich. Boah, Alter, ey. Jetzt wird's langsam aber wirklich ranzig. So, hier oben wäre ich nochmal für irgendeinen hässlichen Holzboden. Der ist, glaube ich, hier gut. Vielleicht sollen wir mal gucken, ob wir mal die Treppe nicht in doch noch Holzfarben bekommen. Aber ich glaube, so wirklich finden werden wir dann nichts. Ja, wir haben eigentlich immer nur die Auswahl zwischen ranzigen Teppichen oder so Zeug. Und irgendwelchen alten Holzböden. Alles andere ist eher immer so... Naja.
Alles andere ist eher, naja. Ich sehe nicht so. Die sehen nicht so passend meistens aus, die anderen hier. Linoleum? Was bist du denn? Gibt es hier in einer anderen Farbe? Verwittert. Verwittertes Linoleum. Geringer negativer Umwelteinfluss. Niedrige Wasserbeständigkeit. Was? Das verwirrt mich. Hä? Warum? Hä? Was möchte mir das Spiel damit sagen? Boah, das hier ist, glaube ich, hierfür perfekt. Hierfür vielleicht noch einmal in einer anderen Farbe. Boah, dieses Grün, ne? Es passt so schrecklich zusammen, dass es... Es passt so schrecklich nicht zusammen, dass ich es fast lassen muss, einfach weil es so schrecklich aussieht. Deswegen, ja, ich lasse das mal so. Ich lasse das mal so, glaube ich. So, Türen für drinnen. Was haben wir denn Schönes? Was haben wir denn Schönes? Das ist fast wirklich zu schön. Ich meine das mit dem Schön jetzt eher ironisch. Aber gut, Spiel. Schön, dass du mir trotzdem tolle Sachen vorschlägst. Wenn dann wieder das hier. Ich mach die Tür mal hier hin. Hier mache ich die mal hier hin. Hier wäre ein großer Durchgang, glaube ich, gut. Muss mal gucken, ob wir da was Besonderes haben. Boah, das hier ist actually not bad. Leute, das ist actually not bad. Ist das auch nur in anderen Farben? Nee. Ich glaube, größer, noch einen größeren Durchgang gibt es gar nicht, ne? Das ist echt cool. Ich finde die nice. Die nehme ich. Die nehme ich. So, hier drüben dann noch irgendwelche besonderen Durchgänge. Badezimmer machen wir natürlich auch mit Tür offen, man kennt's. Oh, hier gibt es auch wieder die hier. Die sind leider mit Glas. Das ist ein bisschen doof. Wären die nicht mit Glas, wäre mir das lieber. Voll die Haustüre da einfach rein, genau. Ach ja, wir hatten ja die hier, guck mal. Achso, ist das nicht unsere Haustüre? Oder ist das die Haustüre? Ne, dann lieber nicht. Dann vielleicht doch lieber nicht. Die sieht auch ein bisschen scheppig aus. Da kann man die ruhig auch, glaube ich, hier platzieren. Die hat schon wieder zu viel Gucklöcher. Geheimtür. Oh, Geheimtür wäre auch nice. Ich überlege, ob ich irgendwo eine Geheimtür einbauen sollte. Schade, dass es diese Türe dann wieder nur in hässlich gibt. Puh, Leute. Die hier. Für die Garage vielleicht. Weil die Garage müsste eher so eine... Ah, weiß nicht. So eine Ranztür sein. Eine Ranztür halt, ne? Ich weiß nicht mal, was ich mir unter Ranztüre gerade vorstelle. Aber ich weiß, dass die eine nicht passt. Ich weiß aber nicht, was ich mir genau vorstelle unter dem... Ja, das hier vielleicht. Vielleicht lieber das. So, ich habe vorhin gerade einen gesehen gehabt, wo ich mir dachte, die könnte man irgendwo hier noch platzieren. Gut, dass ich jetzt vergessen habe, welche sie war. Vielleicht die hier. Achso, hier drüben haben wir auch noch einen Schlafraum, ne? Das Schlafgemach. Das hat die Tür. Eigentlich hätte ich vielleicht... Ja, wobei. Hier lasse ich auch mal die Tür. So, und hier oben. Hier oben haben wir ja schon, ne? Ja. Okay, perfekt. Dann haben wir auch die ganzen Türen. Hm.
Dann würde das soweit schon mal alles stehen. Hier habe ich, glaube ich, keine Lichter reingepackt, ne? Ich glaube, hier habe ich noch keine Lichter reingepackt. Huch. So. Problem gelöst. Speicher mal. Und ich glaube aber, dass ich dann tatsächlich jetzt so langsam auch aufhören werde, denn es ist ja schon spät. Die meisten sind auch schon schlafen gegangen, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und ich würde sagen, wir bauen hier dann beim nächsten Mal weiter. Mit Einrichtung dann. Aber würde ich jetzt heute nicht mehr anfangen, glaube ich. Ich glaube, das wird sonst zu viel. Dann machen wir uns lieber dann irgendwann um, keine Ahnung, 20 Uhr oder so nochmal einen schönen Stream und fangen dann hier ganz gemütlich an mit dem Einrichten. Würde ich sagen. Ich hoffe, ihr findet das auch gut. So. Deswegen würde ich jetzt erstmal für heute sagen, danke fürs dabei sein, Leute. War wieder sehr lustig. Ich glaube, ich raide euch einfach noch kurz weiter. Ich hoffe, da wird noch auch noch ein bisschen länger Sims gezockt. Aber da haben wir auch schon länger nicht mehr darüber geradet. Zu der lieben Carries. Die hat ja auch ein Haus in meiner Welt. Just saying. Da raiden wir jetzt noch rüber. Ihr könnt dann liebe Hamstergrüße da lassen. Ich hoffe, der Raid wird dann angezeigt bei ihr. I hope so. Wir werden mal sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Ich weiß noch nicht, was genau morgen kommt. Wir müssen auch noch mit dem bayerischen Depper Daylight Stream irgendwann machen, ne? Just saying. Also lasst euch überraschen morgen. Lasst euch überraschen. Aber am Wochenende gibt es definitiv Sims. Für die Leute, die sich drauf freuen. Schlaf gut, lasst liebe Hamstergrüße da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gute Nacht, bye bye. Ciao, ciao.